denkst du dann immer, was ist an dem Kurs falsch? Macht er das nicht? So, ich hau jetzt mal den Helfer hier an. Ich schnapp mir den nächsten. Ah, muss der Deutsch jetzt machen? Eins, zwei, drei, fünf Bahn. Okay. Pi mal Auge. Obwohl, eins. Ja, Ah, dann vier. setze ich dir den auf jeden Fall. Ich hau den Helfer schon mal auf Feld 40 da unten dran. Dann kannst du da dann weiter durcharbeiten. Wenn du durch bist. Weil ich glaube, wenn den dann weiterhin düngen zu lassen und du mit dem Grubber hinterher, das wird sich, glaube ich, eh irgendwann schneiden. Weil der ja nicht sauber arbeitet. Oder ich lasse jetzt einfach den Kalkstreuer da oben in Ruhe fahren und dünge selber hier unten. Oh, die hat mir einen Hotdog gemacht. Boah, Alter! Oh. Mit Wurstbrötchen und Kartoffelsalat und oh. Alter! Das Oh, ist jetzt so kannst du mal kurz gemein, ne? essen. Den hättest du ruhig näher ranstellen können, gell? Aber warum hat die nur einen gemacht? Der Düngestreuer ist noch leer. Der ist noch gar nicht aufgefüllt, sehe ich gerade. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Der Weg war umsonst. Schade auch. Wollte nur testen, ob es alles Probedurchgang Bin schon läuft. zweimal umsonst mit dem Düngestreuer losgefahren. Eben als ich kalken wollte, habe ich den Düngestreuer angehangen und zum Glück noch früh gemerkt, ach scheiße, das ist der falsche Anhänger. Jetzt fahre ich los und der ist gar nicht voll. Und wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo ist was. Dünger ist weiß, ne? Ja. Dann ist das hier der Düngerdingsbums. Ja. Dieses rotbraune da, das ist Saatgut. Was? 55.100 Liter? Warte mal, wenn ich jetzt hier unterfahre. Das finde ich jetzt gerade merkwürdig. Was denn? Ich stehe unter dem Auskipparm von dem Düngelager und er fragt mich, ob ich Kalk oder Dünger haben will. Kalk oder Dünger? Ja. 55.000. Das harmoniert zusammen mit dem Kalklager. Man muss gar nicht unter den Auskipparm von dem Kalklager fahren. Du kannst auch einfach unter den Düngerlager fahren und dir da den Kalk rausziehen. Wie geil ist Wieder was das denn? gelernt. Wieder was gelernt. Und das sind zwei völlig verschiedene Mods, die hier zusammenarbeiten. Wir sind wahrscheinlich die gleichen Skripte auch. Dass die sich irgendwo überschneiden. Aber woher weiß das Lager, also das Düngezeuglager, dass da nebenan das Kalk steht und da auch Kalk drin ist? Das ist dieselbe Menge. 55.100 Liter. Na, hoffentlich stimmt das auch. Dünger. 61.900 Liter. Start. Da hauen wir hier mal ordentlich Dünger rein. Aber der geht auch voll in die Knie. Der schleift gleich auf den Boden, der Anhänger. Solange die Achse nicht. Bin gespannt, wie sauber der da oben jetzt arbeitet. In der Mitte des Feldes bestimmt ganz gut. Je weiter zum Ende hin wird's sagen. Und auf den Nachbarfeldern bannen.
Alter, hat der einen Auswurf. Ich glaube, genauso viel wie der Kalkstreu, oder? Ja, 20 mal weiter. Ja, weil die Kügelchen auch weiter fliegen als so ein Kalkpulver. Wie viel Medage? Auch 18, oder? Nee, es sind mehr. Ich glaube 24 oder so. Wow. Das geht auf jeden Fall richtig zur Sache. Und wie nimmt er ab? Ganz wenig. Ja, so muss das sein. Okay, Düngen ist mal in einer halben Stunde durch hier, wenn man sich konzentriert. Deswegen auf den nordfriesischen blitzschnell Geld gemacht. Ich habe halt lange warten müssen, bis es einige Aufträge gab, sodass ich wirklich Plus mache am Schluss. Mit Sicherheit, weil ich nicht genau wusste, wie viel ich krieg. Ja. Aber ich habe gut, was waren es? 75 plus? Stimmt. Krass, würde der Kalk auch so weit fliegen, dann wäre ich schon lange fertig. Na gut, wahrscheinlich nicht, weil ich alle 2 Minuten nachfüllen müsste. Du lässt einen Buff leer. Ja. Fehlt eine Anhängerkupplung oder sowas oder der Vorspann zum Überladewagen. Ja, das. Irgend so ein Gespann gab es ja, glaube ich, mal. Ja, wie so eine Art Zusatztank, weißt Ja. du? Zusatztank vom Zusatz. Mein rein theoretisch von der Technik her müsste es ja auch funktionieren, wenn du in eine Seemaschine Kalk reinkippst. Die müsste es ja genauso fallen lassen können wie die Saatgut. Oh, jetzt fahre ich aber mega schief gerade. Also Ja, ich glaube, du brauchst einen anderen Streuteller oder sowas dann. Oder? Es soll halt nur nicht in die Erde ein, also es würde halt gleich in die Erde eingearbeitet werden, aber theoretisch. Wahrscheinlich nicht mit jeder Seemaschine, weil bei einigen wird es ja wahrscheinlich über Luft angesaugt. Und also bei einer Einzelkornmaschine würde es wahrscheinlich nicht gehen, aber bei so einer Standard-Seemaschine, die theoretisch von der Technik her müsste das auch machbar sein. Weil es ja einfach im Grunde nur da in diese Öffnung durch muss und durchfallen muss. Ja. Und bei einer Einzelkorn, da werden halt die, glaube ich, die Körner halt so alle einzeln in so ein Tellerchen getan oder halt einzeln per Luft angesaugt oder irgendwie so. Da könnte es wahrscheinlich sein, dass es nicht funktioniert. Dann wäre das natürlich cool, mit dieser riesen Seemaschine, wo dieser Mordstank, wo du den hinterher ziehst. Das hätte was. In der letzten Bahn, wenn ich stehen lasse, der vorletzte. Der Helfer hat die Aufgabe erfolgreich beendet. Ja, eine Bahn habe ich da. Nächste Fliege. oder auch nicht. Gehst du wieder auf und fliegt weiter? Ja. Echt jetzt? Bin ja auch gleich fertig mit Düngen vom Feld 40. Der Schlag ging auf die Knochenkruste. Es ist halt wieder so interessant. Es war immer nur eine von solchen Fliegen. Jetzt habe ich die erste irgendwann mal wirklich erwischt. Die eine. Seitdem ist immer wieder eine neue da. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 4, 5 Stück von denen kaputt gemacht. Bei uns war es auch richtig warm jetzt. Jetzt wird wieder die Zeit kommen, wo die Fische Ja, draußen sich ich verteilen. muss auch unbedingt noch meine neuen Fliegengitter dran machen. Muss mal, spätestens alle 2 Jahre muss ich die wechseln, weil die sonst kaputt sind. Ja, die lösen sich regelrecht auf. Ja. So ist es bei mir zu.
Aber sie erfüllen wenigstens ihren Zweck. Also ich habe eigentlich fast sonst kein Viehzeug hier, sondern keine Spinnen, keine Wespen, keine dicken Fliegen. Außer die kommen tatsächlich mal durch die Tür irgendwie mit durch. Ja, einer sie auf. Was? Falls wieder einer sie auflässt. Ja. Ja, manchmal hast du, fliegen hier im Treppenhaus, ne? Und dann beim Reingehen oder so kriegst du nicht mit, fliegt mal so ein fetter Brummer mit rein oder so. Und brummt dir hier dann die Ohren voll. Ja, das merkst du, wenn du abends am Rechner hockst oder sowas, aber irgendwo so. Vor allem, wie pervers sich das anhört, wenn die dann an der Scheibe immer rumfliegen. Ich hatte im Kinderzimmer früher so Lampen. Hatte. Jetzt habe ich sie erwischt. Und immer wenn die da drin rum so ding 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 Ja, ding. Alter. Ey, als wenn sie morsen. So, Feld 40 ist durch. Hat ganze Ne? 6% Dünger gekostet. Ich bin auch durch. Also irgendwie, ja, 900 Liter. 900 Liter Dünger waren das. Dann bringe ich ihn jetzt zur nächsten, also da, wo die Wiese hinkommt, hin. Dann kannst du da weiter düngen. Nun, was soll ich noch fliegen? Gepflügt werden muss, glaube ich, nichts mehr, ne? Damit sind wir durch. Gut. Oh, Nicht den hier ist anscheinend Hochsprung. ein Baum. Da komme ich wohl nicht durch. Dann bringe ich auch noch Flug zum Hof. Genau. So, wo ist mein Kalk-Fifi? Hier. Ich frage, so hat die mir nur einen gemacht. Wo ist er denn hingefahren? Und wieso hat er keinen Kalk verbraucht? Was macht der denn hier auf der 44? Hä? Ich frage, der ist vom Gegner. Hat er auslaufen lassen? Nein. Er hat ka kaum Kalk verbraucht, aber das Feld sieht fast fertig aus, glaube ich. Wir machen irgendwas falsch. Ich glaube auch. Ab sofort nur noch Helfer. Muss jetzt zwar was nacharbeiten, was im Grunde eigentlich wieder viel Kalk kostet. Weil man wieder viele Stellen bearbeitet, die ja schon eigentlich bearbeitet sind. Ja, okay, die eigentlich hätte schon schaffen müssen, ja. Ja. So, der Flug. Kam der. In die Halle mit den ganzen Anbaugeräten. Also wenn du auf die Garagen zufährst, rechts rein in die Halle, wo Da, das wo der Heupresser drin ist. Heuwickler. Ah nein, ich sehe es. da Da. die Halle, wo auch das Schneidwerk vorsteht. Sandmaschinen. Genau, Sämaschinen und so, Sandmaschinen. ja. Wird rückwärts eingepackt. So, jetzt muss ich oben noch mal gucken, was er da für einen Schabernack getrieben hat. Alter. Ah doch, hier ist noch was offen. Aber nur kleine Stelle.